Heyo, moinsen Leute, ich bin's euer Mo, aka Mose, und willkommen zu einem neuen Player Review. Schön, dass ihr wieder dabei seid, ich hoffe, ihr seid alle topfit. Alejandro Papo Gomez. Gefühlt in jedem FIFA-Teil bekommt er mehrere Special-Cards, und in diesem Teil hat er schon mittlerweile seine zweite Karte bekommen, und die Team of the Group Stage-Karte will ich für euch heute austesten. Die Karte hat echt geile Werte, und ich glaube, mit der Karte werden wir den Gegner echt auseinandernehmen, Leute. Und bevor wir das herausfinden, lasst uns einmal die Karte etwas genauer betrachten. Wir sehen, dass Alejandro Gomez 167 cm groß ist. Workrates sind hoch und mittel, starke Fuß der Rechte und 4 Sterne Skill Moves und 4 Sterne Weak Foot. Auf den ersten Blick sieht die Karte auf jeden Fall echt stabil aus, Leute. Und wenn man noch den Dead Eye raufklatscht, dann gibt es eigentlich nichts zu meckern. Von Tempo bis Dribbling hat er gefühlt überall plus 90er Bewertung, und für mich gibt es momentan keine Minuspunkte. Bei den Eigenschaften sehen wir, dass er den Distanzschuss CPU hat. Außenriss, Leute, auf jeden Fall. Ihr wisst selber mittlerweile, ich liebe den Außenrissschuss, und wer den drauf hat, der wird bei mir auf jeden Fall bevorzugt. Und er hat noch den Dribbeltechniker CPU. Leute, in-game werden wir in einer 4-2-3-1 spielen, und Papo Gomez wird die ZOM-Position übernehmen, Leute. Let's go! Dybala, Papo Gomez, und er kommt durch, kommt Schuss, oh, Pfosten, der hat ja gar keine Reaktion gezeigt, der Keeper, da läuft schon Gomez und spielt den Ball zu, Diolo Feo, und, oh, schade, da ist Eriksen, Gomez, der Ball kommt perfekt zu ihm an, und erster Schuss, und er macht ihn direkt rein, Leute, sauber. Und Gomez hat wieder den Ball. Und spielt den Ball zu Lozano. Er spielt den Ball zurück zu Gomez. Und komm. Oh, schade. Und Gomez hat den Ball. Lange Ball zu Eriksen und boom. Leute, 6 Minuten. Ein Tor und ein Assist. Was für ein Anfang von Papo Gomez. Und da ist Gomez. Schickt die Ball in den Lauf. Der Ball kommt ja echt gut an. Dragback. Komm, mach ihn jetzt R1 rein. Und da ist wieder Gomez. Komm, R1. Leute, Mann, der hatte echt Bock zu kicken, ne, heute. Gegner kommt darauf gar nicht klar, wie heftig der spielt. Lozano. Wen findet Lozano? Das ist Hakimi. Hakimi zu Hernandez. Da ist Gomez. Schade. Und da ist wieder Gomez. Flanke. Boom, man. Leute, meine Argentinier gehen auf jeden Fall ab vorne. Gomez. Oh, Pfosten. Schade. Ein zweiter Pfostentreffer in dieser Partie. Und da ist Gomez. Und kommt durch Weakfoot. Oh no. Hakimi. Lozano. Dybala. Das ist Gomez. Und nein, der hat den Keeper echt gut benutzt, der Gegner. Schade. Komm, schön Eriksen. Lange Ball für Dybala. Dybala machen rein. Ja, oh Mann, ja. Gomez. Und da ist Dybala, bekommt den Ball. Oh, gefährlich, Mann. Aber eine geile Chance. Und Gomez. Da ist Eriksen. Und gefährlich, Mann, gefährlich. Wir sind kurz vor dem Ausgleich, Leute. Eriksen spielt den Ball zu Diolo Feo. Langer Ball zu Gomez, kommt er an? Nein. Oh, schön gemacht, Gomez, und das war sehr wichtig, Leute. Leute, was für ein Tor. Der hat kurz gepennt, wir haben gegrätscht mit Gomez und ja, Tor, ne? Dybala spielt den Ball zu Diolo Feo. Der kommt sogar echt gut an.
Diolofeo, was macht der? Schickt den Ball zu Eriksen. Eriksen zu Gomez und boom. Gomez, du kleines Biest, Mann. Was hast du einfach nur angerichtet, seit du in dieser Mannschaft bist, Mann? Komm. Da ist Gomez. Gomez. Komm, lauf, Gomez. Das ist deiner. Mach ihn rein. Boom, boom, boom. Leute, Hattrick. Was für ein Typ, Mann. Der geht einfach nur ab. Eriksen, langer Ball zu Gomez. Und Gomez. Langer Ball. Komm, Flanke. Nein, leider nicht angekommen. Komm, langer Ball. Oh, schöne Pässe. Jetzt ist die Balle alleine vorne. Mach den. Ball auch auf. Man. Einfach an den langen Winkel. Okay, Leute. Der Sieg ist unser. Der Sieg ist unser. Jetzt können wir uns entspannen. Kurz und knackig, Leute. Diese Karte von Alejandro Gomez ist bisher die beste Karte, die ich hier auf einer ZOM-Position bis jetzt in FIFA 21 benutzt habe. Der Typ hat mich so krass überzeugt, sei es in Tempo, Schuss, Passen, Dribbling, alles passt bei ihm einfach. Für mich gibt es eigentlich nur zwei Punkte, bei denen ich denke, ey, wenn die noch etwas besser wären, dann ist die Karte echt unschlagbar. Und das wäre einmal deine 88 Sprintgeschwindigkeit. Wenn das so plus 90 wäre, Leute, glaubt mir, man könnte ihn sogar auf den Flügelpositionen benutzen. Und deine 77 Ausdauer. Es ist jetzt nicht so schlecht, aber es ist auch nicht das Beste. Also es reicht für 90 Minuten aus, aber es wäre echt geil, wenn das noch etwas mehr wäre. Dann glaubt mir, Leute, die Karte wäre auf jeden Fall dann unschlagbar. Leute, das war's mit dem Player Review von Alejandro Papo Gomez. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei der Folge. Lasst ein Like da, damit ich weiß, dass ich meinen Job gut mache. Lasst auch ein Abo da, damit ihr keine weiteren Videos verpasst. Und ja, passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Euer Mo, aka Mosey. Ciao, ciao.